Hi, hallo und herzlich willkommen zu meiner Mittwochsminute. Und los geht's. Heute stelle ich euch vor, Edgar Allan Poe, Geschichten des Grauens. Das ist so eine Art prähistorischer Kurzgeschichtenband. Ich habe mal angefangen und habe schon die erste Kurzgeschichte gelesen. Und der Edgar Allan Poe ist ja irgendwie so der Urvater, der Vorvater der Horrorliteratur, sage ich mal. Von dem her ist es ja beschämend, dass ich als großer Horrorleser, als großer Horrorfan noch nie was von ihm gelesen habe. Da wird es ja mal Zeit. Ich muss ehrlich sagen, ich war von der ersten Geschichte recht begeistert. Das Ganze ging eigentlich relativ unblutig zu, war aber eigentlich eine sehr mysteriöse Geschichte. Und es ging so um so einen schwarzen Tod. Also es ging praktisch um die Pest, die draußen, also um so eine Art Pest, die umgeht draußen. Und drinnen in den Räumlichkeiten haben alle Reichen gefeiert und drauf geschissen, wer da draußen der schwarze Tod ist. Und dann kam er doch rein. Und es war echt ein guter Start, sehr gruselig. Tolles Cover, finde ich ja. Richtiger Klassiker. Ich bin sehr gespannt drauf. Das war's ja schon wieder mit meiner Mittwochsminute. Ciao.